Ja, alles. Also wieder, ja genau, Shen ist ja übertrieben langsam. Er hat halt keinen wirklichen AOE-Spell, mit dem er schnell mal farmen kann. Ich meine, er kann jetzt hier zwar ein bisschen Damage am Tower machen, aber wie man sieht hier, Midlane und Jungler sind schon auf dem Weg und glaub ich denke, er wird jetzt auch wieder sterben, oder? Außer er kann sich rechtzeitig weg. Wie gesagt, der ist da permanent ohne Ward, ey. Ich verstehe den Typ nicht. Ganz ehrlich. Ja, okay, das ist gut. Viel zu früh. Ohoho! Doch, er bekommt. Ja, wird nicht drauf. Ja, er kommt nicht weg, er hat auch keinen Dash mehr. Vergessen. Keine Chance. Und jetzt wird, glaube ich, der Top Tower leiden müssen. Ja, der wird fallen. Ich bin ziemlich sicher. Zack, zack. Stimmt. Ja, aber das ist egal. Sie hat Armor. Sie hat keine Armor, aber Tower ist trotzdem wurscht. Hat einfach irgendwie. Ja. Wobei die auch relativ tanky ist. 4 Wards! What? Und Terrig hat auch 2. Warum hat die 4 Wards? What the fuck? Ich glaube, sie damit macht sie Blubber schneller oder was? Oh, tatsächlich. Wie ich einfach nichts mitkrieg. Oh ja, da wollen wir Terrig holen hier. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Ja, weil die da dazu kommen. Haben wir viel zu lange gezögert. Der portet sich jetzt auch weg. Doch nicht. Ja, das ist. Wir sind da viel zu lange geblieben. Ganz ehrlich, kasse ihn. Weg! Ja, richtig. Der kommt zwar weg, aber. Vielleicht war. Ah ja, richtig. Ja, okay, dann lädt es rein. Vielleicht kommt wieder der Anker. Das war aber auch knapp. Und jetzt wollen wir drauf gehen. Ezreal kriegt Red Buff. Oh Gott. Wir laufen da einfach an dem Busch vorbei. Okay, jetzt regroupen die. Und jetzt sind die halt gleich wieder zu 5 gegen 3. Ja. Geht denn die Ezreal auch so für die Farm hier, okay. Das Schild ist so riesig. Ich hab keine Ulti, weißt du? So ein Scheiß. Weißt du, der Tower ist denen wurscht. Einfach wirklich wurscht. Egal. Ja. Aber halt auch keine Armor, ja. Null. Das ist eigentlich echt ein bisschen unfair. Ja. Sind richtig weit hinten. Ja, das waren echt ein paar scheiß Aktionen eben. In letzter Zeit. Wieder 15 zu 7 hinten, wie ihr seht. 9k. Also alles sehr ungünstig. Naja gut, immerhin unsere Miss Fortune farmt sich hoch, hat auch deutlich mehr Farm als Ezreal. Der wieder seine Alte schießt. Wohin? Immer. Da. Achso. Ach ja, gut, das kann sein. Ja, Red Buff vielleicht. Da ist Morgana im Busch. Und da ist Ezreal. Ne, er schafft nicht. Der stirbt fast. Wir hätten reingehen können. Jetzt ist es aber halt auch wieder zu spät. Ja, obwohl schon Irelia. Ja, Irelia war nah dran, aber ganz ehrlich, hier die beiden waren weit weg. Ich war auch. Ja, du warst auch nicht. Ja, wobei du schneller da gewesen wärst als der Support, aber egal. Naja, des Todes. Vor allem der ist halt wirklich lang, ne? Der wird auch länger, wenn sie ihn hochskillt, oder? Ja. Das ist schon heftig. Kommt einem echt wie eine halbe Ewigkeit vor. Gut, wir spulen wieder mal ein bisschen vor, weil hier ist es allerdings sehr lange. Das muss man jetzt echt nicht verstehen, oder? Boah, wie schön sie ihre Crowd Control aufgeteilt haben, ja? Nautilus, dann Morgana, dann Terrig. Richtig böse. Und wir holen wieder Gold hinten auf. Ja, ein bisschen. Oh, wie ich dem Snare ausgewichen bin. Keinen Fall. Ja, jetzt sind wir wieder am Arsch. Fokussen direkt dich, auch wenn du da.
Da hab ich endlich mal meine Alte, ja. Ja, Virelia haut sich rein. Klar. Kasselin könnte mir natürlich auch helfen. Das war eine schöne Alte von Shen. Saus, ja. Wobei er dir die Kills halt ein bisschen schon stiehlt, ne, der Kasselin. Ich meine, du hast vielleicht 75% des Damages gemacht, aber ich denke, das war okay in dem Fall. Ja, genau. Warum auch immer? Wen versucht er denn da zu erreichen? Achso, okay. Ah, der ist ja Pausfeier. Ja. Der. Was für ein Cooldown hat das eigentlich, das Ding? Damage. Oh, fuck. Das war ein bisschen schnell. Wieder Dragon. Werden sie ihn diesmal killen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Dragon bekommen in dem Spiel. Ja, wir werden nicht wirklich vernichtet. Weißt du, jetzt sind wir schon wieder fast 10.000 Gold hinten. Keine Chance. Okay, wir spulen wieder. Bla bla bla. Shen kommt jetzt auch zum ersten Mal mal auf normalem Wege in unsere Richtung. Oh, fuck. Falsche Taste, ey. Aurelia, ey. Kranker Scheiß. Aber wird's end wahrscheinlich nicht. Aus dem Recurve Boulder. Was für Level ist die denn? 14, okay. Ah, höchstes Level im Moment. Tion, Tion. Ja, hier abtasten, ein bisschen harassen, aber. Oh, ich glaube, ich will engagen, aber keiner noch mit. Egal, es hat gereicht, dass Morgana ihr Spellsheet schon mal einsetzen musste. Bin mir nicht sicher, ob die jetzt engagen. Oh doch, ja. Ja, jetzt kommt. Ja, natürlich, klar, aber die hat die ganze Zeit geschrieben. Oh, da kam meine Alti erst, okay. Double Kill, da ist ein Triple. Ja, komm, ich kann drauf. Hätte doch. Hab ich gar nicht irgendwie mitbekommen, dass der noch ein Triple hatte. Wollen wir ihm den. Ne, ja, kriegt aber keinen. Border. Boah, der Damage. Oh. Also, ich glaube, ich tot, ne? Ach, so dumm. Heal! Haha! Da ist ja der inoffizielle Border. Scheiße, der macht Damage. Ja, durch so Aktion, ey. 11.000 hinten, 10 Kills im Rückstand in den Tower. Ja, super Kasselin, ganz toll gemacht. Aber er kommt weg, ey. Ja. Tschung! Ja, aber das. Hochwerfen, komm, was ist los? Ja, der, wo war sein Q? Jetzt mal ernsthaft. Was macht er denn da? Ja, der stirbt. Ja, wobei das war dumm, dass sie so lange da. Komm, taunt! Da. Das ist zu langsam. Da muss jetzt Flash Taunt kommen. Ja. Danke! Geht doch. Ja, okay, jetzt. Ja, der hat sich sozusagen geopfert. Ja, das war richtig dumm von denen da. Ja, okay, jetzt Shen Tower Dive. Ja, genau, Dive gleich mal 2 Tower. Die Alti war ein bisschen suboptimal. Süß. Ja, und das ist auch wieder, was ich nicht verstehen muss. Ja. Super, cool. Da hilft auch. Ich hab's gesehen, ja. Sind wir die ganze Fails. Ah, doch. Wow. Triple, ja, ich hab meine Alti. Ja, ja, genau, richtig. Boah, das war natürlich. Das war natürlich saugut wieder. Ja, die haben wir schon real, das kriegen wir nix. Ich bin mit meiner Alti wieder gekommen. Boah, da fast alle getroffen damit. Richtig böse. Macht richtig Damage. Das ist auch schon wahrscheinlich Alti Level 3. Ne, das ist Level 14. Okay. Wobei bei denen jetzt auch hier zwei ganz schön Lowlife waren.
Okay. Spannend, spannend. Naja, eigentlich ja nicht, weil im Teamfight dürften wir uns eigentlich vernichten. Ja, an sich sollten sie uns vernichten, das ist stimmt, ja. Oh, du regenst gerade Mana. Was macht Morgana da in unserem Jungle? Toll. Wie ewig die braucht. Oh, sie zerstört sogar alle Minions. Wie nett von ihr. Jung. Ja, Morgana Jungle. Too strong. So, hier bahnt sich der nächste Fight an, denke ich, am Tower. Ich könnte es verstehen, ja. Wie gesagt, knapp 200 Farm, 8 Kills. Sonja. Da werde ich gechased und. Ja. Ist halt auch kacke, weißt du, hier. Shen ist es gerade völlig egal, was hier in der Mitte abgeht. Hätte ja wenigstens eine Ulti einsetzen können. Und er hatte sie auch. Fabulous. Super. Ich glaube, wir haben zwei Ages, ne? Ich hab sie mir auch geholt. Ah ne, ich hab sie übersprungen. Da haben wir uns sogar abgesprochen. Sieh meine an. Ich hab keine Ages, der alles da hat. Shen hat Raumpanzer, was gefährlich war zu diesem Moment. Ezreal, Irelia. Naja. Ja, lieber etwas gegen Attack Speed, weil auch Irelia. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Frozen Hardware. Eine Möglichkeit gewesen. Ja, okay. Die Alte. Stimmt, das war der Fehler von denen, ne? Richtig, weil jetzt also fast sofort. Er hat nicht viel Zeit zu regeneraten. Und ja, jetzt kriegen wir den Baron auch. Das war echt ein großer Fehler von denen, den uns jetzt so zu überlassen. Richtig, da haben wir wieder Hoffnung bekommen, weil ein Autobus kommt hier reingerannt. Richtig. Ich hab total gefailt mit meiner Ulti. Das war so krass einfach. Du bist nach hinten gegangen, ja, hast du einen Heal von mir bekommen. Ulti von Shen. Da hast du deinen Triple Kill, den wohlverdienten. Also saugut gemacht, ohne Witz. Wie gesagt, schön hinten gestanden, die Ulti von Shen war optimal. Und richtig geil, so kriegen wir jetzt halt erstmal. Ich glaube, wir kriegen wir kriegen zwei Tower und Inhibitor, glaube ich jetzt. Das ist krass, die haben einfach so viel besser gefarmt, dass wir trotz nur 5 Kills Rückstand 10.000 Gold hinten sind fast. Ich meine, jetzt wieder ein bisschen weniger wegen dem Tower, aber. Das muss ich jetzt echt nicht verstehen, warum der tankt, aber gut, wir machen das schnell. Kein Problem, der nimmt auch kein Damage. Da verstehe ich jetzt auch nicht, warum der jetzt schon anfängt zu trollen. Mit 4 Wards. Muss man nicht verstehen. Wir entscheiden uns, glaube ich, zurückzugehen, ne? Ja, ich glaube, das war auch eine gute Idee. Da kommt mein E. Aurelias haben wir beide. Das ist saugut. Das mag ich eigentlich, wenn ich mit Tobi spiele, weil er sich auch immer holt mit Alistar. Das ist saugut. Ah, der hat geschlafen. Ja, aber die Tower kann man nicht. Okay, die Alte war auch ganz nice. Hat die ein bisschen Schöcke. Ja, und weißt du, ganz ehrlich, Morgana flasht vor Alte und alle und ist einfach instant tot. Trotz ihrem Sonyas. Eben, die bleiben stehen, ja? Die bleiben einfach stehen. So ein kranker Damage, mein Slow, ey. So geil. Ja, da bist du wieder gebumst, aber. Ja. Absolut. Ist übertrieben. Weißt du, die kann sich wirklich, vor allem durch ihre Passive, sie kann sich den Champion aussuchen, den sie töten will, und das tut sie dann auch. Da kann man nicht viel machen. Außer immer wieder weiter wegrennen. Das Team muss den AD Carry beschützen. Ich meine, das mit alle 12 Kills, 200 Farben.